Ja, aber trotzdem, wie soll ich das jetzt sagen? Übergänge sind ja dramaturgisch immer am schwierigsten. Also, da, wo ich zu Hause bin, oder war, ne, ist bei den meisten Menschen so. Erst ist man irgendwo zu Hause, später zieht man weg. Ne? Also bin und war, ne? Logisch. Ja, es gibt auch welche, die bleiben ihr Leben lang zu Hause, also immer bin. Ne? Aber mir war das wie bei den meisten, also bin und war. Ne? Also, da, wo ich zu Hause bin oder war, alles klar, da wird sich ja über Liebe, kaum unterhalten. Kaum. Macht vielleicht heute anders sein, ich weiß es nicht. Aber seinerzeit, zu meiner Zeit, da war das so. Da hatte das einfach so zu sein. Da musste man sich selbst zurechtfinden. Und das haben wir dann ja auch gemacht, ne? Mehr oder weniger. Ich meine, gut, es gibt ja Leute, die sich lieben, aber nicht zueinander passen, ne? Dann gibt es wieder Leute, die zueinander passen, aber sie nicht lieben, ne? Muss erst alles mal geübt werden, sage ich immer. Dann sind ja auch Gewohnheitsdinge, ne? Wenn, sag mal, einer, jetzt mal als Beispiel, ne? Wenn einer sagt, als Beispiel, kommt jetzt um 7 Uhr nach Haus, also abends, ne? Und Essen steht schon auf dem Tisch, ihr wisst ja, wer das ist, ne? Dann kommt er erst um 9, ne? Ja, dann macht man sich doch Sorgen, ob was passiert ist, macht man sich doch Sorgen, ne? Und wenn sich einer so sorgt um den anderen, dann ist das Liebe, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ich frage ja nur. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin um 6 zu Hause und komme dann erst nachts um 2, dann ist das Liebe. Ja, obwohl es dann natürlich Streit gibt, aber wegen der Sorgen, die man sich macht, wegen der Sorgen. Ich habe das ja schon öfter gemacht, ne? Obwohl ich immer gesagt habe, kommt nie mehr vor, nie mehr Bums. Am nächsten Tag, Sie kennen das ja, kam wieder was dazwischen, ich kam wieder zu spät, nicht wahr? Aber wenn meine Frau dann aufsteht und kocht mir noch nachts um 3 einen Kaffee, dann ist das also, wie heißt das schön, dann ist das, wie sagt man, na, bis das der Tod erscheidet, ist das dann. Ja, umgekehrt natürlich auch, das darf man nicht einseitig sehen, heute schon gar nicht, um Gottes Willen, nee, nee. Ich meine, wenn meine Frau sagt, ich komme um 7 Uhr wieder und kommt dann erst um 8. Ja. Ja, da gehe ich doch gar nicht ins Bett, da bleibe ich da auf und mache mir Sorgen, ne? Doch klar. Ne? Und wenn sie dann um 8 oder erst um 5 nach 8 erst kommt, sage ich, ist ja gut, sei Hauptsache, sage ich mal, ist nichts passiert, obwohl man das ja nicht weiß, ob nicht doch was passiert ist, ne? Und das geht dann ja auch nichts an, ne? Das ist dann echte Liebe. Und sagen wir so, wenn man nicht weiß, aber so tut, als wenn man nicht wüsste, das ist dann die Diskretion, ne? Ich mach doch keine fremden Briefe auf, nix, nix, nix. Aber selbst jetzt mal angenommen, ich würde meiner Frau mal einen Brief schreiben, mal angenommen, ne? Und ich käme jetzt eher nach Hause plötzlich, als der Brief ankäme. Ja, den mache ich doch nicht auf. Geht mich doch gar nichts an. Obwohl ich weiß, was drinsteht, geht mich doch gar nichts an. Das ist eben der Takt, kennen Sie nicht? Der ist so, Takt. Und wenn meine Frau krank ist, geht bei uns sowieso alles drunter und drüber, ne? Das geht auch wieder vorbei, ne? Ich sage aber, was von selbst kommt, geht auch wieder von selbst. Habe ich schon viel Geld mitgespart. Habe ich schon manche Grippe mit kurz und klein gekriegt. Muss ich mal merken, können Sie mal aufschreiben. Das ist altes niederrheinisches Hausrezept. Was von selbst kommt, geht auch wieder von selbst. Sie glauben ja gar nicht, was bei uns schon alles von selbst vorbeigegangen ist. Der Riesentamtam, der ganze Zinnober am Anfang mit ewig und nie und nie und ewig, der geht ja am schnellsten vorbei. Ne, ich sage mal, der erste Krach, der ist entscheidend. Wenn man dann schon gleich der Flint ins Korn, dann ist ja Hopfen und Malz. Bei den Filmschauspielern, da ist das ja oft so. Nicht immer, aber meist, ne? Erste Mal vertan, zweite Mal vertan, dritte Mal vertan, vierte Mal vertan, fünfte Mal vertan und dann ist das Leben aus. Ist logisch, ne? Ist logisch. Das Leben aus, ne? Obwohl es ja auch wirklich Leute gibt, die sich wirklich vertun. Da muss man dann auch akzeptieren, bei uns der nebenan, der Heinz Haubruck, ich weiß nicht, ob Sie kennen, besser nicht, ne? Ja, ja, nach 8 Monaten geschieden, obwohl es eine Neigungsehe gewesen sein soll, ne? Ja, ja, sicher. Aber der arme Junge, der war in anderen Gewohnheiten gewohnt, ne? Die Kinder bei uns zu Hause am Niederrhein, sage ich immer, die kommen ja alle von der Mutter nicht los, die würden ja alle am liebsten ihre Mutter noch heiraten, das zählt ja nun nicht, ne? Habe ich auch neulich unserem Erwin gesagt, ich sag, komm mir nur nicht mit so einem Mädchen nach Hause, das aussieht wie der Mutter. Die arme Dame kann ihm ja jetzt schon leid tun. Ne? Und dann sind es ja auch nicht zuletzt die Herzensfragen, ne? Sag mal, ob man sein Herz wirklich verschenkt, wie ja im Radio immer so schön gesungen wird manchmal, ne? Oder ob er sich das andere Herz einfach, dass man sich das nur so einverleibt, ne? Heute ist das sowieso alles viel schwieriger als früher. Die Kinder wissen doch heute oft gar nicht, was sie sich antun. Haben ja auch keine Geduld.
Ja, zur Liebe gehört auch Geduld. Ja, sicher. Ich bin ja vielleicht hier und da ein bisschen altmodisch, aber es fällt mir heute noch nicht im Traum ein, zu meiner Frau zu sagen, zieh doch mal einen anderen Kleid an, obwohl sie nach 6 Wochen dachte, ich hätte mal was sagen können, ob mir der Kleid gefällt oder nicht. Nix, keine Bevormundung. Keine Bevormundung. Nix, da beiß ich mir lieber die Zunge ab. Ist ja bei uns alles eingespielt, schon seit Jahren. Nicht? Das sind ja jetzt Momente mal immerhin, nicht, dass ich lüge. Das sind ja jetzt, vor 5 Jahren hatten wir selber eine Hochzeit, da muss erst heutzutage mal einer nachmachen. Ne? Ja, nee, ich sag immer so, ich schreibe ja niemandem was vor, aber sehen Sie mal, ich sage immer so, wenn man sich keine Erinnerungen tagtäglich schafft, da kann man sich auch nicht erinnern. Obwohl das Schlimmste ist, ne? Das sich erinnern. Und das Schönste, das ist ja das Schlimme. Ich sage immer, wir sterben medizinisch all an Erinnerungen, das andere ist doch organisch, das wissen wir doch, der Zug ist doch durch. Ja, ist auch schön, wenn man am Lebensabend so organisch zusammen auf der Bank sitzt, ne? So schön. Wie die zwei in dem berühmten Stück, dem berühmten Theaterstück, komm jetzt nicht drauf. Auch die zwei Alten, die müssen immer am Schluss auf der Bank sitzen. Die zwei, wie heißen die griechisch, die kennen sie auch. Na, Moment, Philemon und Baukis, ne? Ja. Das ist dann Liebe. Ich glaube tatsächlich, vorher weiß man das ja nicht, was das ist. Aber dann weiß man das, auf der Bank. Und dann geht es ja auch nicht mehr lang, ne? Das weiß man dann auch. Und wenn man das beides zusammen weiß, sage ich immer, zusammen, das ist dann die große Liebe. Aber ob ausgerechnet ich so weit komme, da weiß ich nicht.